von mir. Ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, ich vlogge nicht und dass ich mir Urlaub nehme und eigentlich mache ich das auch. Ich habe aber überlegt, ob ich vielleicht einfach vordrehe und euch so phasenweise einfach mitnehme. Ist ja auch ein bisschen spannend, was ich so in der ersten Woche nach Silvester mache. Und ja, deswegen dachte ich, ich sag mal kurz Hallo. Ich habe euch ja schon beim Baumabbauen mitgenommen. Und ja, ich wollte mal so kurz erzählen, was so schon passiert ist. Wir haben heute den 4.1. Gestern am 3.1. habe ich ja den Baum abgebaut. Und es ist tatsächlich, wir den 1.1. haben wir super ruhig verbracht. Wir haben nichts getan. Wir haben eigentlich nur rumgegammelt. Also wir haben das Chaos vom Tag davor quasi beseitigt. Hier war ja Konfetti, Luftschlangen und alles lag ja hier rum. Und ja, deswegen, das haben wir erstmal aufgeräumt morgens früh. Weil gestern, den Abend, bevor wir schlafen gegangen sind, habe ich das nicht mehr aufgeräumt. Dachte so, pff, das kann ich auch nach dem Aufstehen machen. Und da habe ich das dann auch gemacht, habe das dann alles ordentlich weggeräumt. Und haben den Tag, wie gesagt, super ruhig verbracht. Wir haben Fernsehen geguckt, ein bisschen gequasselt, also einfach ganz ruhig verbracht. Und am 2.1. sind wir extra früh aufgestanden, um 6, weil wir ganz früh einkaufen gehen wollten, weil wir danach noch zum Sport wollten. Und das wollten wir auch relativ früh erledigt haben. Und wir stehen also um 6 Uhr auf. Und um 6.30 Uhr auf einmal draußen mega laut. Und wir wussten erst nicht, woher das kommt, ob da jetzt sich irgendjemand streitet oder so. Und ich bin dann gucken gegangen, weil das halt wirklich, es war extrem laut. Also für diese Uhrzeit, ne, haben wir geguckt, ob wir irgendwie helfen können oder was, weil wenn sich da jemand prügelt oder so, dann muss man ja Hilfe holen. Und es war aber niemand auf der Straße, aber ich konnte dann hören, woher das kam. Und es kam vom Haus gegenüber. Und da war jemand auf dem Balkon und der hat super rumkrakeelt. Und normalerweise ist die Nachbarin, die über ihm wohnt, immer diejenige, die sehr laut ist und über den schimpft, der unter ihr wohnt. Und jetzt war das aber wirklich, es war wirklich massiv, wie der rumgebrüllt hat. Und aber es hörte sich immer so an, als würde er sich mit jemandem streiten. Und deswegen bin ich dann auch wieder rein, weil es, ne, ich habe halt nur ihn gesehen und niemand anderen. Habe mir also gedacht, der brüllt halt nach innen. Also ne, gut, dachte gut, dann wird es bestimmt auch gleich vorbei sein und dann ist gut. Und dann auf einmal hörte man richtig, also so richtiges Poltern, so richtig übel laut. Und dann denke ich so, hä, was ist das? Und dann bin ich nochmal rausgegangen auf dem Balkon und dann habe ich gesehen, dass der seinen gesamten Kram einfach aus dem zweiten Stock geworfen hat, alles vom Balkon geschmissen hat. Und daraufhin haben wir dann die Polizei gerufen und gesagt, also hier ist jemand, der total am Ausflippen ist und er schmeißt Möbel aus der Wohnung. Und also die Polizei kam dann auch relativ schnell und ja, letzten Endes konnten wir da quasi Hilfe leisten, weil die Feuerwehr kam dann auch und hat ihn dann mitgenommen. Aber das war erstmal schon so ein bisschen arg aufregend für den 2.1., muss ich sagen. Ja, dann sind wir zum Sport gegangen. Das war also erstmal waren wir dann einkaufen und das war dann auch irgendwie komisch, weil mein Mann hat dann irgendwie gepiept. Wir wissen nicht, warum er gepiept hat. Auf jeden Fall meinten wir, ja, müssen wir jetzt den Einkaufswagen wieder ausräumen? Nee, nee, zeigen Sie mal. Nee, sagte also eigentlich, ich wüsste jetzt auch nicht, warum das gepiepst hätte. Aber war halt erstmal so unangenehm, so, warum piepsen wir? Aber es war dann Gott sei Dank nichts gewesen und wir durften weitergehen. Und ja, das war so, also der 2.1. war relativ aufregend, also dafür, dass wir das sonst nicht so aufregend haben hier, war das echt sehr aufregend. Und ja, 3.1. gestern habe ich, wie gesagt, den Baum endlich weggeräumt, damit ich meine Wäsche hinter mir wieder aufstellen kann, weil ich konnte ja keine Wäsche aufstellen, einfach keinen Platz dafür hatte. Und heute ist der 4.1. Und heute war ich jetzt ganz kurz einkaufen. Ich habe mir einen Schuhlöffel gekauft. Und ich wollte mir eigentlich eine neue
einen neuen Wäschekorb kaufen, aber der hat mir nicht gefallen, weil der komplett geschlossen war und das mochte ich nicht. Genau. So, und jetzt wollte ich aber schon mal zeigen, was ich dieses Jahr schon so gemacht habe, beziehungsweise schon im letzten Jahr vorbereitet habe, denn ich habe mir ein Vision Board gebaut. Und das habe ich mir auch als Bildschirmhintergrund für meinen Computer genommen, damit ich das immer wieder auch sehe. Und ich finde das total hilfreich und ich finde es vor allen Dingen sehr schön anzusehen. Und ich kann euch gleich mal einen kleinen Ausschnitt davon zeigen, nicht alles, weil es sonst einfach ja auch zu viel Privatsphäre zeigen würde. Deswegen zeige ich euch nur einen kleinen Ausschnitt davon, um dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, was ich gemacht habe. Und ich habe es auch in Bereiche aufgeteilt, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich euch den einen Bereich sehr gut zeigen und den anderen Bereich nicht. Genau, deswegen ich zeige euch das jetzt kurz. Ich drehe euch kurz um und dann könnt ihr euch das mal kurz angucken. So, da kann man es jetzt ganz gut sehen. Ich habe hier diese Ecke mit Self-Care, dass ich halt mehr lesen möchte, mich gesünder ernähren möchte, ein bisschen Fitness mit reinbringen möchte, also halt, dass ich wieder ein bisschen fitter bin auf jeden Fall. Jetzt nicht unbedingt, dass ich super viel Sport machen möchte, sondern einfach nur, dass ich mich ein bisschen fitter fühle, dass meine Schmerzen im Bein weggehen und solche Geschichten halt. Dann halt mir auch Zeit für meine Kunst zu nehmen, also fürs Basteln, fürs Lesen, Me-Time, Sport, gesunde Ernährung teilweise. Dann habe ich hier unten noch Sachen, dass ich halt Yoga machen möchte. Dann Kaffee und Zimtschnecken sind auch immer gut. Hier unten steht eigentlich Happiness sogar, aber das ist durch diese Bar hier unten, sieht man das durch die Tagsleiste, sieht man es halt einfach nicht so gut. Genau. Dann ein YouTube-Ziel, dass ich vielleicht 1000 Abonnenten dieses Jahr bekomme. Ich meine, das Jahr ist lang. Ich habe letztes Jahr auch 400 Leute dazu bekommen. Vielleicht schafft mir dieses Jahr auch wieder 400. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und die Katze steht dafür, dass ich mir gerne eine Katze wünsche. Mal gucken, ob ich den Mann vielleicht doch irgendwann dazu überredet bekomme, dass ich eine Katze bekomme. Genau, ich glaube, jetzt habe ich kurz das Mikro zugehalten. Es tut mir leid. So, das ist so ja ein Teil von meinem Vision Board auf jeden Fall. Genau, hier drüben ist dann noch Freunde, Familie, Urlaub, solche Geschichten. Genau, das ist halt so, was ich mir so ja vorgenommen habe, halt ein bisschen gesünderes Leben, mehr Zeit mit meiner Familie auf der anderen Seite, dass ich positiv sein möchte, Urlaub machen möchte gerne, mich Zeit mit meinen Freunden verbringen möchte und halt so kleinere Ziele, auch die man auch erreichen kann, weil wenn man sich jetzt so unglaublich hohe Ziele setzt, klar kannst du die auch erreichen und sollte auch das Streben nach höheren immer sein. Aber ich will erstmal klein anfangen. Wir können uns ja noch steigern. Und ich kann das Vision Board ja auch immer noch mal ändern. Ich kann da ja noch mal Sachen dazu packen und wieder wegnehmen. Aber so habe ich es halt auch immer direkt im Blick und kann das nicht so aus den Augen verlieren, finde ich. Und das finde ich richtig gut. Des Weiteren habe ich mir auch für dieses Jahr, jetzt die Seite rausgefallen, habe ich mir ein neues Journal gekauft. Und zwar ein sehr dickes Journal. Das hat tatsächlich 365 Seiten. Es hat zwei Gummis. Also hier ein. Moment. Eins und zwei. Zwei Gummis. Es hat eine Stifthalterung. Und es hat auch solche Lesezeichen hier drin, drei Stück sogar. Dann hat es als Zusatz, und das fand ich total toll, dass es da auch mit bei war, wenn ich es jetzt rauskriege, waren so kleine Klebesticker hier noch mit bei. Das fand ich ganz nett. Also man hat hier vorne auch so eine Tasche, wo man was reinstecken kann. Dann hast du einen Index, was ich gut finde. Und dann fängt es auch schon an mit Seiten. Und hier unten steht tatsächlich auch immer eine Zahl drauf, welche Seite du hast. Und ja, das würde ich halt gerne wieder führen. Letztes Jahr habe ich ja leider irgendwann auch aufgehört. Aber es ist tatsächlich auch,
du musst dich dafür fühlen, was reinzuschreiben. Und dieses Jahr war, oder letztes Jahr war dann irgendwann ab April, habe ich glaube ich nicht mehr weiter reingeschrieben, denn da brauchte ich es dann auch irgendwie nicht mehr. Genau, hier hinten ist übrigens auch nochmal so eine Tasche drin. Da kann man dann auch nochmal was reinmachen. Und alles in allem finde ich sehr, sehr schön. Ich habe mir das in Grün bestellt, weil es in Schwarz es auch gar nicht mehr gab. Und ich muss sagen, ich bin mit Grün sehr zufrieden. Ich finde es sehr, sehr schön. Genau. Des Weiteren habe ich mir dieses Jahr ein paar Achtsamkeitskarten gekauft. Die finde ich auch ganz toll. Die sind unterschiedlich bunt und dann stehen da immer so tolle Sachen wie hier zum Beispiel das hier drauf. Ich hoffe, es ist jetzt richtig rum für euch. Und solche Sachen stehen hier überall auf den Karten und da ziehe ich mir jeden Morgen eine. Ich poste die auch immer bei Instagram momentan. Ich hoffe, das behalte ich mir bei, dass ich die jeden Tag poste. Und die finde ich wirklich sehr schön. Also finde ich gut. Und was ich mir auch gemacht habe oder noch machen werde, ich habe das noch nicht vorbereitet, ich mache mir ein Glas. Ein Glas, ein Schraubglas oder Deckel. Auf jeden Fall hat es einen Deckel, dieses Glas. Und da, das habe ich auch letztes Jahr schon gesehen bei einigen. Und ich fand die Idee ganz schön und ich hoffe, dass ich mir das beibehalten kann. Dass ich mir jede Woche eine Sache aufschreibe, die ich besonders schön gefunden habe. Und dann schreibe ich das auf und packe das in dieses Glas. Und das mache ich jede Woche. Und dann habe ich am Ende des Jahres 52 schöne Erlebnisse, die ich hatte. Und die ich mir dann nochmal vor Augen führen kann. Und das finde ich richtig gut. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Und hoffe, dass ich das wirklich beibehalten kann. Genau. Ja. So ist der momentane Stand. Genau. Ansonsten ist noch nicht so viel passiert, aber wir fangen einfach mal an mit diesem Jahr und ich bin guter Dinge. Ich hoffe, es wird ein wundervolles Jahr. Und ja, was ich jetzt auch noch vorhabe, ist mein Bastelwagen. Viele haben ja einen Bücherwagen, nicht? Ich habe einen Bastelwagen. Ich sehe momentan echt ein bisschen struppig aus. Es hat geregnet draußen und dann sehe ich immer aus wie so struppi auf der Flucht. Mein Bastelwagen, da möchte ich meine Stifte besser sortieren. Da habe ich mir jetzt Gläser für gekauft, damit ich die Stifte nach Farben sortieren kann. Ich weiß, totaler Nonsens eigentlich, aber mich macht das glücklich, dass ich sortierte Stifte habe und ich sie dadurch besser finde. Und das hilft mir beim Malen einfach. So eine gewisse Sortiertheit. So habe ich alles in einer Kiste drin. Und ich muss immer ewig kramen, bis ich den richtigen Stift finde. Und das habe ich dann nicht mehr. Also ich habe wahnsinnig viele Buntstifte. Und deswegen, wenn die sortiert sind, so nach Farben, dann habe ich darüber einen besseren Überblick. Und mein inneren Monk macht das glücklich. Genau, also das werde ich diese Woche auch noch anstreben. Und ja, jetzt mache ich erstmal nichts. Also ich habe jetzt gerade Mittagessen vorbereitet. Es gibt heute Pellkartoffeln mit Quark. Und Quark habe ich schon vorbereitet. Die Kartoffeln sind hoffentlich auch bald am Kochen. Und dann gibt es heute Pellkartoffeln mit Quark. Genau, gut. Wir sehen uns dann später. Wir haben ein bisschen Hochwasser. Ah, gut. Hier drüben sieht man es auch. Ist ja sonst immer alles Wiese. Aber jetzt Hochwasser. Naja, gut, geht auch wieder weg.
Wiese wird wieder grün werden. So, also Hochwasser haben wir. Und was mache ich eigentlich? Ich gehe jetzt gerade in die Stadt. Denn ich möchte diese hässlichen Nägel endlich loswerden. Und deswegen gehe ich jetzt in die Stadt und hoffe, die nehmen mich gleich ran. Aber eigentlich ist es ja nur so eine Sache von 15 Minuten, das wegzumachen. Und dann hat sich das ja erledigt. Also mal gucken. Ich hoffe, ich komme gleich ran. Mein Däumchen dort nicht. Gut, wir sehen uns hoffentlich danach wieder. So, ich bin wieder zu Hause. Bin jetzt wieder nackig, komplett. Aber ich habe mir was für die Nägel gekauft. Und zwar dieses Neonail Starter Kit habe ich mir gekauft. Und werde das die Tage mal ausprobieren. Ich habe mir das auch nur mit einem Lack gekauft, weil meine Schwester meinte, im Internet kriege ich billigeren Lack, der genauso gut hält. Und habe mir aber jetzt dieses Starter Kit gekauft und werde mir dann die Tage mal die Fingernägelchen bemalen. Sie sind jetzt wieder kurz, aber ja, genau. Ein bisschen ungewohnt, dass es so kurz ist. Mir tun die Fingerkuppen ein bisschen weh, aber okay. Und dann war ich im Anschluss, war ich ja bei DM, habe dieses Kit da gekauft. Und da war ich noch bei Woolworths drin, ne? Und da habe ich mir unter anderem ein Glas gekauft, also so ein Glas mit so einem Deckel zum Zumachen. Kann ich euch gleich auch zeigen. Für die schönen Erlebnisse in der Woche oder die schönsten Erlebnisse der Woche will ich ja jeden Sonntag da eins reinschmeißen, hatte ich ja erzählt. Und dann habe ich da, es gibt ja schon Osterdeko jetzt zu kaufen. Und was wollte ich denn jetzt erzählen? Hehe. Achso, genau. Und als ich rein bin in den Woolworths, stand da so hübsche Deko. Und ich blende euch die beiden Sachen mal ein. Das sind so hübsche Feenhäuser, ne? Und ich dachte so, oh, ist voll schön. Oh, kaufst du dir eins? Oh, das Große, das gefällt dir ja fast noch besser. Kaufst du dir das? Da habe ich so auf den Preis geguckt. Und eigentlich ging es sogar, das Kleine sollte 6 Euro, glaube ich, kosten. Und das Große sollte 13 Euro kosten. Also war vom Preis her eigentlich okay. Und dann meldete sich mein Inneres und meinte, Patty, das musst du nicht kaufen. Das kannst du selber machen. Und ich war just in diesem Moment so wahnsinnig überzeugt davon, dass ich das alleine kann. Na, ich habe ja auch alles da, ne? So ist ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Aber gut, wir werden sehen, ob ich das vielleicht irgendwann in Angriff nehme und mir ein Feenhaus baue. Ich meine, ich habe mir ja mal eins gemacht mit Fimo. Und für mein erstes Glas war das auch gar nicht so schlecht, aber das ist schon eine andere Hausnummer. Ich meine, ihr habt es gesehen, das ist voll schön und so detailreich und so. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Na ja, mal gucken. Ich werde euch auf den Laufenden halten, falls sich da irgendwas getan hat. Ja, naja, gut. Ich musste euch davon berichten. Es hat mir jetzt auf der Seele gebrannt, dass ich euch das sagen muss. Ich hole mal kurz das Glas. So, das ist besagtes Glas. Es hat halt so einen Holzdeckel und hier so ein bisschen schwer. So eine Metallöffnung und dann schmeiße ich da jede Woche mein schönstes Erlebnis der Woche rein. Genau. Hat übrigens 4 Euro gekostet, das Glas. Und ich dachte, für 4 Euro mit einem hübschen Holzdeckel kann man machen. So, ich wurde kurz unterbrochen. So, also Glas haben wir geklärt, glaube ich, ne? Also Glas mit Deckel.
Und dann habe ich mir halt, wie gesagt, das hier geholt. Aber mit einer Farbe bloß. Das ist rote Farbe in dem teureren Set. Also es gibt irgendwie drei verschiedene Sets. Das ist das billigste Set von allen. Das hat jetzt Geld gekostet. Bin mir gerade gar nicht sicher. Müsste ich mal in meine App gucken. Ich blende euch das ein. Ich glaube, es hat 40 Euro gekostet. Ich glaube ja. Und so ein Lack direkt von Neo Nails kostet nämlich auch einen Zehner, glaube ich. Und wie gesagt, hat meine Schwester gesagt, oder gibt es billigere beim Amazon. Da bestellt sie dann einfach eine andere Farbe und dann, genau. Ja, sonst noch was? Ich habe noch ein paar Proteinriegel mitgebracht, weil wir jetzt wieder sporteln gehen. Und dann müssen wir ein bisschen die Proteine auffüllen. Deswegen gibt es dann ab und an ein Riegelchen noch dazu, wenn man mal Bock auf was Süßes hat, nicht? Und ja, dann bin ich mit dem Bus nach Hause gefahren, weil dann meldete sich mein Bein auch schon so langsam wieder. Ja, obwohl ich eigentlich wollte ich zurücklaufen, weil ich noch mal ein bisschen das Wasser mir angucken wollte und die Überflutung. Aber mein Bein meinte, fahr mal lieber Bus nach Hause. Also bin ich Bus nach Hause gefahren. Genau. Gut, das war es dann auch schon für heute. Ich mache mir auch nicht heute die Nägel. Das mache ich irgendeinen anderen Tag. Ich schone sie jetzt erstmal ein paar Tage. Schön eincremen, bisschen Nagelöl. Dass sie sich ein bisschen erholen, vielleicht auch länger noch werden. Und dann malen wir sie uns an in Rot oder ist vielleicht in der Zwischenzeit schon eine neue Farbe gekommen? Weiß ich noch nicht. Muss ich mich jetzt erstmal schlau gucken. Genau. Gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich morgen wieder. Ich werde, glaube ich, heute nicht mich nicht noch mal melden. Nudeln mit Brokkoli. Denn Brokkoli darf ich nicht so häufig hier essen. deswegen gibt es heute Nudeln mit Brokkoli. Da freue ich mich schon drauf. Vor allen Dingen auf den Brokkoli freue ich mich. Ich habe aber gestern Abend mein Glas fertig gemacht, was ich ja erzählt hatte, wo ich jede Woche das Schönste der Woche aufschreibe und da reinschmeiße. Und ich habe es ein bisschen dekoriert und habe das Ganze Wochenmarmelade genannt. Denn ihr kennt bestimmt das Marmeladenglas, also ein Marmeladenglas-Moment. Und da ich das ja jede Woche machen wollte, habe ich es jetzt halt einfach Wochenmarmelade genannt. Und das ist irgendwie ganz drollig. Genau, in der Küche läuft die Spülmaschine, falls ihr so ein Klonk-Klonk hört im Hintergrund. Genau, und ja, also ich finde es wie gesagt sehr schön. Ich drehe euch mal um und zeige euch das andersrum. So, da habe ich jetzt Wochenmarmelade drauf geschrieben. Und hier dann auch nochmal Wochenmarmelade. Und dann habe ich hier Blumen. Ein paar Schmetterlinge drauf gemacht. Ja, ich finde es wirklich sehr schön geworden. Und da schmeißen wir dann jetzt jede Woche unser
unseren besten Tag der Woche rein. Ich freue mich schon. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich das immer so schaffe und mich das nicht irgendwann vergesse. Es wäre schade drum, weil ich die Idee wirklich eine schöne Idee finde. Und dann kann man halt Silvester dann gucken oder am nächsten Tag, was man für tolle Momente in dem Jahr hatte. Also ich finde das wirklich eine ganz zauberhafte Idee. Und ich werde das Glas vermutlich auch hier auf dem Schreibtisch stehen lassen, damit ich es auch immer im Auge habe. So wie mein Vision Board, das sehe ich ja dann auch ständig. Und dann finde ich das ganz angenehm. Genau. Ja. Schande auf mein Haupt. Ich habe vergessen, ein Outro zu drehen. Deswegen hier nochmal ich. Ich wollte mich verabschieden. Unsere erste Woche ist vorbei. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich fand es ganz angenehm und ganz ruhig. Und genau, es startet jetzt also wieder. Es geht los. Der erste Food Haul der Woche war ja nun auch schon. Und ja, ich wünsche dir einen ganz bezaubernden Sonntag. Lass es dir gut gehen und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.